Ja, wenn ich Diamiro mit drei Worten beschreiben müsste, dann wäre es auf jeden Fall liebenswert, teilweise auch chaotisch in manchen Situationen und einfach bester Freund. Ein bester Freund, den man sich wünschen kann, der auf vier Beinen läuft. Diamiro geht mit mir, seit er 5 ist, auf Turniere, wird jetzt 17. Und ja, heute steht was ganz, ganz Besonderes für mich an, und zwar Diamiros Verabschiedung aus dem Turniersport. Das heißt, ich werde hier und heute auf unserem Heimturnier meine allerletzte Prüfung mit ihm reiten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema für mich, wenn man so lange Turniere geritten ist. Ich bin mit Diamiro von E bis S gekommen, und wenn mir das hier damals jemand gesagt hätte, hätte ich ihn für verrückt erklärt, dass wir irgendwann mal S-Dressur laufen und vor allem auch S gewinnen. Dadurch, dass es eben ein sehr großer Bestandteil meines Lebens ist, fällt natürlich jetzt ein Stück weit was für mich weg. Und das ist schon ein schwerer Gedanke. Es war auch nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt noch weiter rede, dann kommen mir jetzt schon die Tränen. Also es wird gleich ziemlich emotional für mich. Aber ich denke, das gehört auch irgendwie ein Stück weit dazu. Ja, Diamiro, uns steht jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit bevor. Wir haben viel geleistet, sowohl du als auch ich. Und man soll, wie gesagt, aufhören, wenn es am schönsten ist. Du hast es verdient, nach den ganzen Jahren einfach deine Ruhe zu haben, die Ausritte zu genießen, die Weidezeit zu genießen, ein bisschen Spaß zu haben. Man sagt ja auch, die Bindung zwischen Pferd und Reiter wächst dann nochmal ein Stückchen näher zusammen. Ich glaube, da ist was Wahres dran, und ich wünsche dir einfach viel, viel Gesundheit für die Zukunft, dass du immer fit bleibst und immer gut munter drauf bist, und das ist das Allerwichtigste. Das steht an oberster Stelle, und deswegen sagen wir auch heute hier und jetzt auf Wiedersehen aus dem Turniersport, denn die Gesundheit geht vor, und ich möchte noch viele Jahre was von dir haben, und ich denke, du auch von mir, und deshalb vielen, vielen Dank für alles, und wir genießen einfach jetzt unsere gemeinsame Zeit.